ich es nochmal. Alter, da drauf. Oder es gibt nachher noch am Ende der PK gibt es nochmal einen. So rechts, denke ich, hier, da oder? Nein, das ist der, dann nicht hier. Genau, genau. Aber da? Ja, Junge. Also der wiegt ja nur die Hälfte, der normal. Ja, die sind da. Ja, die haben die auch liegen. Ich hoffe, ich komme gleich. Was soll ein Käffchen? Köpke? Nein. Eine Masse. Olaf, Kaffee? Ich hab Wasser. Besser nicht. Ja, sicher, können wir gucken. So, liebe Kollegen, darf ich euch bitten, Platz zu nehmen? Olaf hat es ja gerade schon sehr richtig gesagt. Am Ende dieses Mediengesprächs wird es auf jeden Fall nochmal einen Fototermin mit allen hier auf dem Podium und natürlich mit der Kopie des UEFA Cups geben, die aber sich irgendwie für uns anfühlt, als sei es der richtige von 1997. Zumindest mit den Siegern ist er auf jeden Fall da sehr identisch. So, dann darf ich Sie alle ganz herzlich willkommen heißen heute zu unserem Mediengespräch zum Thema Jubiläumsspiel der Eurofighter und Abschiedsspiel für Huub Stevens. Zunächst einmal vielen Dank für die Geduld. Unser Mediengespräch fängt ein wenig später an, aber ahnen Sie sicherlich alle, wenn wir uns da oben treffen, dann gerät man schon mal leicht ins Schwärmen und erinnert sich an alte Zeiten. Das dauert dann alles mal ein bisschen länger und ist auch dann nicht zu vermeiden und wollen wir auch gar nicht vermeiden. Aber jetzt geht's los. Ich würde Sie hier oben Ihnen ganz gerne Ihre Gesprächspartner vorstellen. Die muss ich eigentlich gar nicht vorstellen, muss auch da aufpassen, nicht zu sehr wieder ins Schwärmen zu geraten. Links neben mir sitzt Huub Stevens, nämlich der Trainer der UEFA-Cup-Siegermannschaft von 1997, natürlich der Jahrhunderttrainer des FC Schalke 04. In der Mitte Clemens Tönnies, Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04, sowohl 1997 als natürlich auch 2017, also auch hautnah dabei gewesen. Und Olaf Thon, Kapitän unserer UEFA-Cup-Siegermannschaft, Ehrenspielführer des FC Schalke 04. Und natürlich last but not least Moritz Beckers-Schwarz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arena Management GmbH. Und natürlich ist der Anlass, dass wir dieses Spiel in diesem Jahr stattfinden lassen, zum einen, dass es der 20. Jahrestag ist und natürlich auch, dass der 21. Mai auf einen Sonntag fällt und natürlich dann eine ideale Gelegenheit ist, ein solches Spiel stattfinden zu lassen. Wir würden Ihnen zu Beginn nochmal zur Einstimmung einen kleinen Trailer zu diesem Spiel zeigen. Ich bitte die Regie, den jetzt mal kurz abfahren zu lassen. So, das zur Einstimmung. Clemens, mit dir würde ich ganz gerne beginnen, dir zuerst das Wort erteilen. Wie hast du damals diese Siegesserie der Mannschaft selbst miterlebt? Zuallererst kann ich mich gut daran erinnern, sage aber vorab erstmal herzlich willkommen, freue mich, dass Sie gekommen sind. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie wir alle vor der alten Geschäftsstelle gestanden haben und den Einzug gefeiert haben in die
in das internationale Geschäft miteinander. Ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen das war. Das erste große Ereignis, was ich auf Schalke erlebt habe. Und dann ging es los. Dann haben wir die Europareise gemacht. Und es ging eigentlich immer mit Bangen von einem Spiel ins andere. Das waren die Wechselbäder zwischen, oh, mal gucken, wie es wird, und dann gewonnen. Das nächste. Wir sind dann durchgefahren. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 10 der 12 Spiele sehen dürfen. War fast überall mit dabei. Und kann mich an diese, das waren ja hinterher keine Wechselbäder mehr, sondern die Hoffnung stieg immer mehr. Ich kann mich gut daran erinnern, dass unser Rudi immer ganz aufgeregt an seiner Zigarre zog und sagte, ah, wir sind weiter, weiter, weiter. Was hat uns da eigentlich so getrieben? Getrieben eigentlich der Ehrgeiz, endlich auch oben mitmachen zu können und mitmachen zu dürfen in dem großen internationalen Fußballgeschäft. Und ich kann mich dann an Mailand erinnern und ich habe dieses Gefühl nie wieder gehabt, in der Dimension diesen Domplatz zu sehen und die Arkaden, und es war alles blau-weiß. Ich weiß nicht, 20.000, 25.000 Schalker waren da. Es war eine Stimmung, wie ich sie in der Form noch nie erlebt habe. Und wir haben da Werbung gemacht. Wir haben intensiv uns als toller Verein und als große Kraft der deutschen Bundesliga präsentieren dürfen. Und das haben wir wirklich auch hervorragend gemacht. Ich war damals natürlich auch nah an Huub Stevens und seiner unnachahmlichen Art, die mich immer fasziniert hat, bis heute. Huub, ja. Ich finde, du hast noch nie geknurrt, ja. Aber du hast uns da weitergebracht. Du hast mit deiner Art, diese Mannschaft dort aufzudrehen, zu motivieren und auch zu präsentieren, das erreicht als Trainer, was man damals erreichen konnte. Und dafür, da bin ich unheimlich stolz. Ich bin übrigens auch unheimlich stolz darauf, dass wir auch 20 Jahre danach noch so eng miteinander befreundet sind. Und dann natürlich eine Truppe, die, man sagte immer, ja, also fußballerisch sind die gar nicht so gut, ja. Wir waren ja die Überraschungstruppe überhaupt. Aber dieser Wille, den du, Olaf, dort, sagen wir mal, mitgekitzelt und gelenkt und geleitet hast, dieser Wille, unbedingt das Höchste zu erreichen in diesem Jahr, das hat uns getragen. Ich möchte an dieser Stelle auch Werbung machen für den 21. Mai. Ich kann mich übrigens noch sehr gut daran erinnern, als wir in Mailand im Stadion saßen. Das war ganz interessant. Wir wurden erst herzlich begrüßt. Ja, Herr Tönnies, Frau Tönnies, meine Frau Margit war hochschwanger mit unserer Julia. Sie sagte beim Elfmeterschießen, das Kind kommt. Ich sage, lass uns erst den Pokal nach Hause bringen. Ja. Ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern. Wir wurden erst sehr freundlich begrüßt, hinterher war keiner mehr da. Also die Italiener haben uns das sehr für übel genommen, dass wir gewonnen haben. Man sollte Verständnis dafür haben. Es war keiner mehr da, der uns den Ausgang gezeigt hat, es war keiner mehr da, der uns irgendwas angeboten hat, sondern da konnten wir weg aus diesem Stadion. Ich möchte an den 21. erinnern an dieser Stelle und ein bisschen Werbung dafür machen, denn diese Veranstaltung, die da ist, das soll eine ganz besondere werden. Wir sind stolz darauf, dass wir diesen UEFA Cup gewonnen haben, und das wollen wir würdig feiern und wollen auch das Stadion sehr gut gefüllt haben, wenn es eben geht. Wir haben ja attraktive Preise gemacht. Wir haben bisher schon 18.000 Karten verkauft, aber trotzdem ist, glaube ich, das Ereignis ein bisschen unter dem Radar geblieben, unter dem Radar der englischen Wochen und so weiter. Und es würde mich freuen, wenn wir tatsächlich ein nahezu ausverkauftes Haus haben. Ich wünsche uns allen und insbesondere den Protagonisten von damals, weil ich war damals natürlich am allerwenigsten an diesem Erfolg beteiligt, Huub und auch der Mannschaft, und es sollen ja fast alle kommen, ein tolles Ereignis und uns einen schönen Tag in toller Erinnerung. Dankeschön, Glück auf. Vielen Dank, Clemens. Das geht ja gleich direkt mit dir weiter, Olaf, denn die Frage, wer kommt denn alles von den Eurofightern? Wen kannst du uns da präsentieren? Ja, ich möchte erstmal was auf Italienisch sagen. Una meraviglia.
So ähnlich heißt es dann auf Italienisch. Also es war wie ein Wunder oder es ist ein Wunder. Und dass man 20 Jahre danach heute hier sitzen kann, hätten wir uns nicht vorstellen können. Und deswegen freut es mich ganz besonders, auch heute eine tolle Truppe vorstellen zu können, die fast komplett da sein wird. Dass der ein oder andere, wenn man Nationaltrainer auf den Philippinen ist oder Elfenbeinküste wie Marc Wilmots, könnte man meinen, die hätten Schwierigkeiten. Einer davon wird wohl nicht kommen, das ist Tom Dooley, der bei den Philippinen gebraucht wird, aber Marc Wilmots wird kommen. Er wird keine 90 Minuten spielen, aber mindestens ein Elfmeter wird machbar sein. Dafür ist der Trainer auch zuständig, dann die richtige Truppe zusammenzustellen. Und er hat mir schon mal so ein paar Dinge an die Hand gegeben, die ich jetzt hier mit der Truppe versuche mal vorzulesen. Und der Hub wird dann auch die Gegner näher vorstellen. Also ein Traum wäre, wenn wir Lehmann im Tor hätten, rechts Latal, dann De Kock, Linke und Büskens, Nemeth Stone im Mittelfeld und dann Wilmots, da der Wilmots nicht so lange durchhalten wird und vielleicht nur für einen Elfmeter oder einen Weitschuss eingeplant ist, könnte der Jens Lehmann durchaus auf dieser Position spielen und der Schober könnte im Tor zeigen, was er kann. Na, wäre eine schöne Variante. Ich weiß nicht, wie Hub darüber denkt, aber kann er gleich noch was zu sagen? Es wird nicht passieren. War auch nur ein Wunsch von mir. Damals nicht, 20 Jahre her und auch diesmal nicht. Dann haben wir Anderbrügger auf der linken Seite offensiv und vorne Mulder und Max, die ja auch gerade in dieser Phase, in der heißen Phase, Viertelfinale, Halbfinale verletzt waren. Und wir haben gezaubert, unser Trainer, unser Manager, die haben gezaubert, dass wir dieses Wunder schaffen konnten. Das heißt, auf das Einfachste zu beschränken. Das heißt, hinten die Null muss stehen und Standardsituation mit unseren kopfballstarken Leuten, mit der Waffe Ingo Anderbrügge und die ja am Ende auch beim Elfmeter gezeigt hat, als er den ersten Elfmeter reingehauen hat. Der hat ihn nicht einfach reingehauen, sondern wie? Der blieb ja noch 3-4 Sekunden oben hängen. Und das war das Zeichen für uns, dass wir nicht gewinnen konnten. Auch an alle Elfmeterschützen. Nicht verlieren konnten. Und das war ein Zeichen an alle Elfmeterschützen. Heute gibt es nur einen Sieger und der heißt Schalke 04. Und das wird ein absolutes Highlight und es hat so gut wie keiner abgesagt. Vielleicht haben die einen oder anderen gelesen, Yves Eigenrauch hat noch das eine oder andere zu tun. Oder es hätte mich auch überrascht, wenn der Yves Eigenrauch einfach so zugesagt hätte. Das wäre doch viel zu einfach. Und das zeigt auch unsere Truppe, die wir damals hatten. Da waren Verrückte dabei. Die haben halt ihren eigenen Dickkopf. Und das muss man jedem Einzelnen zugestehen, dass er auch eine andere Meinung vertritt. Und von daher bin ich keinem böse, wenn er später kommt oder nur zur Feier kommt. Wir haben ja auch tags zuvor, da wird Moritz Becker-Schwarz noch was drüber erzählen, am Tag zuvor schon eine Veranstaltung. Und ja, es ist noch herauszuheben bei der Mannschaft, dass wir uns verstärken, weil alle nicht mehr auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sind. Marcelo Bordon, dann Jerzy Nemeth, habe ich ja vorhin schon genannt. Gerald Asamoah, wir brauchen noch einen mit Kraft. Kevin Kurani, der seine Karriere jetzt beendet hat. Klaus Fischer, Mr. Fallrückzieher. Also ich gehe davon aus, dass Radek Latal da nochmal eine Flanke ansetzen wird, um ihn zu füttern. Und natürlich Ebbe Sand. Also ich freue mich wirklich darauf. Ich konnte bei der Organisation mithelfen und freue mich jetzt auf den Endspurt. Und ganz, ganz wichtig für unsere, oder ich appelliere an unsere Fans, bitte macht die Hütte voll. Weil wenn wir das Stadion nicht vollkriegen, das wäre nicht gut, aber ich habe da keine Bange. Dankeschön. Vielen Dank, Olaf. Hüb, jetzt hast du schon einiges erfahren, wie der Olaf glaubt, jetzt die Eurofighter aufstellen zu können. Einen habe ich aber noch vergessen. Okay. Darf ich das noch einmal sagen? Vielleicht sagt es Hüb Stevens auch noch, denn A, wie Rudi Assauer, unser Kopf, er wird auch da sein, wenn es die Gesundheit zulässt, aber davon gehe ich aus. Und das, mir schwebt so vor, der steht vor der Nordkurve und dann geht Gänsehaut durchs ganze Stadion. Genau, Hüb, du hast noch eine zweite Mannschaft, die du zusammenstellen musst und auch eine Mannschaft, die eine ganz besondere ist, nämlich auch wirklich der passende Gegner eigentlich für die Eurofighter, oder? Das hoffen wir ja. Es ist so, dass wir uns überlegt haben, wie wir das hinkriegen und
dann ist eigentlich die Planung gewesen, um von alle Gegner einige Spieler einzuladen. Und wir haben auch dahin einige Zusagen, dass wir auch da eine gute Mannschaft bekommen. Und was Olaf auch gesagt hat, es kann nicht so sein, dass die auch noch immer in die Verfassung sind von 20 Jahre her. Das gibt es nicht. Und dann müssen wir auch nachnominieren. Und das tun wir dann mit Spielern, wo ich bei anderen Vereinen gearbeitet habe. Die werden dann eingeladen. Aber die, was zugesagt habe, von Inter Mailand, das ist Aaron Winter, Ganz, der wird kommen, Fresi wird da sein, van Roda Kerkrade werden auch einige Spieler da sein, wobei Gerry Zende und Mark Luipers Spieler sind, die kommen. Und Hami van der Ali komt van Trabzonspor, dat zugesagt. Neuville, Teneriffa damals, wird kommen. We hebben van meerdere Vereine die Spieler toch bekommen. Und wenn die es dann nicht über 90 Minuten schaffen, dann haben wir beispielsweise Rafael van der Vaart, der zugesagt hat, die Davi, der dann, wenn alles gut ist mit ihm, kommt und dann auch nach einigen Minuten spielen kann. Nein, ich denke, dass es eine gute Mischung ist von den Gegnern, was wir damals begegnet haben. Und ja, ich will nur noch mal erwähnen über die Gefühle von damals, wie ich auf den Platz gekommen bin in Mailand, wo Roy Hodgson, der leider nicht kommen kann, den haben wir auch kontaktiert, leider konnte er nicht, der sagte, dass er wieder ein Auswärtsspiel spielen musste in Mailand. Es war wirklich super, um das zu hören von der Trainer, von der Gegner, ja? Um zu hören, dass da wieder so viele blau-weiße Fans waren. Und darum sage ich auch, nicht nur die Spieler, nicht nur der Verein, ja, mit Trainer oder Vorstand oder was dann auch, aber auch unsere Fans, die haben es damals mitgeschafft. Und da bin ich stolz, wirklich stolz, dass wir das jetzt, der 21. Mai, dann hinkriegen, um so ein Spiel zu organisieren. Und das Spiel, das ist dann auch mein letztes Spiel als Trainer. Und ich freue mich darauf, dass das für ein gutes Zweck ist, das Spiel, und dass ich da dann auch mit anhelfen kann. Und ja gut, meine Karriere kennt jeden. Und wenn einer nicht kennt, lese bitte noch mal das Buch. Ja? Dann weiß man, wie der Hübsch-Stevens von der Knurre war. Und die Chance wollen wir euch wirklich ganz gerne geben, denn dieses Buch ist auch hier für Kollegen und Medienvertreter, die da nochmal einen Blick reinwerfen wollen. Ich habe schon von der ersten bis zur letzten Seite durchgelesen, also fand es wirklich sehr spannend und kann euch das nur empfehlen hier nach unserer Veranstaltung. Und vielleicht auch nochmal kurz einen kleinen Eindruck davon, wie viel Huub Stevens auch unseren Fans auch noch 20 Jahre danach bedeutet. Wenn wir euch ganz gerne nochmal kurz vorführen in einem kleinen Trailer, denn wir haben uns vor dem Spiel gegen Ajax Amsterdam eine besondere Aktion überlegt. Hallo Huub, vielen Dank für die erfolgreichen Jahre mit dir. Wir wünschen dir für die Zukunft alles Gute. Ja, danke. Danke. Ja. Viel Gesundheit. Das ist ganz wichtig, ja, das Allerwichtigste. Ja. Also, hallo Huub, wir wünschen dir alles Gute. Wir haben uns gefreut auf die vielen Jahre, die du uns auf Schalke begleitet hast. Und wir wünschen dir viel Erfolg weiterhin. Oh, ich fass es nicht. Oh. Das ist eine Überraschung. Ich wünsche dir alles Gute. Oh, super. Ja, Huub, 20 Jahre nach den Eurofightern. Herzlichen Glückwunsch zu allem. Und mein persönliches Highlight da war, 20 Jahre mein Sohn Henrik hatte den Geburtstag, also du bist mit dafür verantwortlich, dass es den überhaupt gibt. Danke. Gern geschehen. Ja. Habe ich dafür gesorgt? Nein. Ja, irgendwie schon, auf Umwegen. Oh, danke. Ja. Danke für die schönen Worte. Oh. Ein Eindruck dazu. Moritz, an dem Tag steht das Spiel natürlich im Mittelpunkt, aber der ganze Tag ist sozusagen Nostalgie 1997 pur, oder?
Ja, erstmal auch Glück auf von meiner Seite. Es ist für uns, für die Arena Management Gesellschaft, eine große Ehre, dass wir das Spiel organisieren dürfen. Tatsächlich mit den Stars von damals nochmal das Ganze zu erleben. Und dazu wollen wir alle recht herzlich einladen, tatsächlich nochmal diese Gänsehaut zu spüren und auf eine Zeitreise, was damals eigentlich passiert ist und wie sich alles weiterentwickelt hat. Wir werden das Stadion schon 3 Stunden vorher öffnen und werden direkt auch damit losgehen, unsere Eurofighter zum Anfassen haben, das heißt für Autogramme zur Verfügung stehen. Deswegen ungewöhnliche Öffnungszeit, nicht so wie sonst in der Bundesliga oder bei anderen Spielen, sondern 18:30 Anstoßzeit, 15:30 Stadionöffnung und dann geht es auch sofort los mit einem großen Familienfest. Danach werden wir im Rahmenprogramm auch eine Zeitreise erleben über viele schöne emotionale Bilder, wo wir hoffen, dass auch das eine oder andere Tränchen verdrückt wird, viel Gänsehaut entsteht, bis hin auch musikalische Teilnehmer, die wir haben werden, wie zum Beispiel The Servants, die damals 1997 auch des Öfteren im Parkstadion noch zu sehen waren. Und damals, noch total unbekannt, Olaf Henning mit seinem ersten großen Hit 1997 auch bei uns auf Schalke wird ebenfalls zu sehen sein. Wir haben auch einen Protagonisten, der damals viel im Parkstadion war, sitzt da hinten in der Mitte, Bernd Schäffler, den möchte ich auch nochmal ganz herzlich begrüßen, damals Stadionsprecher und wird auch diesmal Dirk Oberschulte-Beckmann mit begleiten. Das freut uns sehr. Also wir werden eine Zeitreise erleben, um das alles nochmal gebührend zu feiern und tatsächlich von damals nochmal mitzuerleben. Und dann werden wir das Spiel sehen. Und ja, es ist das letzte Spiel, offizielle Spiel von Huub Stevens. Und deswegen auch gerade unser Appell auch nochmal da. Lasst uns den Jahrhunderttrainer, nicht nur die Eurofighter feiern, sondern gerade auch den Jahrhunderttrainer, der seine Karriere beendet. Lasst ihn uns gebührend verabschieden und ein großes Fest feiern mit hoffentlich vielen positiven Emotionen hinterher. Und man merkt schon, was damals eigentlich verursacht wurde. Ein Zusammenhalt, ein Familiengedanke, der bis jetzt reicht. Und wir wollen das gerne auch auf die Zuschauer, die damals ganz, ganz wichtige Protagonisten waren, ohne die wäre die Eurofighter nicht so weit gekommen und gerade die Stimmung im Stadion, das wollen wir wieder hochleben lassen und einen gebührenden Rahmen dazu bieten. Vielen Dank, Moritz. Das sind unsere Informationen. Natürlich fallen die ein bisschen ausführlicher aus bei so einem großen Ereignis, was uns alle wirklich emotional positiv bewegt. Aber jetzt die Öffnung an euch, an Sie. Bitte schön Ihre Fragen an die Protagonisten hier auf dem Podium. Wenn keine Frage kommt, dann könnte ich noch was sagen. Bitte. Wir freuen uns sehr, dass die komplette erste Mannschaft kommen wird mit Vorstand. Kann natürlich sein, dass einer sich operieren lässt nach dem letzten Spiel und oder zur Großmutter muss oder was auch immer. Ne? Das möchte ich nicht ausschließen, aber Christian Heidel hat gesagt, dass sie komplett bei uns sein werden. Das finde ich ganz toll. So. Vielleicht bauen wir auch noch den einen oder anderen ein. Ne? Ja, das kann sein, ja. Der große Schlamann möchte beginnen. Du willst gewinnen, ne? Huub, wie enttäuscht sind Sie, dass dieses Eurofighter-Spiel am 21. nicht so ein bisschen das Vorspiel wird für das Finale, für ein glorreiches Finale dann 20 Jahre danach? Ja, das ist schade, ja. Ja, aber du weißt, du kannst im Fußball gewinnen, ja, und verlieren. Und leider haben wir verloren. Aber das ist schade, weil ja, es war super gewesen, wenn Schalke auch im Endspiel gewesen wäre, der 24. Aber leider ist das nicht so. Das waren die Holländer, Dirk. Yeah. Das war Holländer, ja. Philipp Seldorf und dann Manni Hendrax. Wie dringend ist denn der Bedarf, heute noch Reklame zu machen? Gibt es da schon einen Stand darüber, wie voll das Stadion sein wird, wie viele Karten verkauft sind?
Also tatsächlich haben wir die 18.000 Karten verkauft und wir wollen einen würdigen Rahmen schaffen. Das heißt, Olaf hat eben schon gesagt, möglichst ausverkauft. Wir wollen gerne nochmal alle motivieren. Clemens hat darauf hingewiesen und davon sind wir überzeugt. In den vergangenen Wochen mit den englischen Wochen ist das tatsächlich stark unterm Radar gelaufen. Viele hatten den Fokus dann auch auf dem Ajax-Spiel. Aber jetzt ist es dann auch Zeit, tatsächlich das mit in den Mittelpunkt von uns zu rücken und einen gebührenden Rahmen zu finden. Manni Endrück, das Mikrofon kommt von links. Kann es ja doch sein, dass Raoul, ich habe im Interview im Kreise gelesen, dass Raoul möglicherweise kommen soll, kann er auch noch mal dafür sorgen, dass das Stadion noch voller wird? Na, wir versuchen es, ja, aber er hat noch nicht zugestimmt. Die ich gerade genannt habe, die haben zugestimmt und Raoul haben wir Kontakt mit, aber ob er es schafft, das ist noch nicht sicher. Aber ich hoffe natürlich schon. Hinten auf dem Podium, Lukas Rott. Muss groß winken. Herr Stephens, das ist Ihr letztes Spiel. Offiziell, Sie sind jetzt schon ein bisschen im Ruhestand sozusagen. Wie sehr kribbelt es denn noch, als Trainer an der Seitenlinie zu stehen? Na, kribbeln kann man nicht so sagen, aber man bleibt interessiert. Ja? Und man guckt jetzt auf eine doch etwas andere Art und Weise zum Fußball. Ja? Ich weiß, damals war man ja, so im Fokus und ich sehe die Bilder jetzt noch immer vor mir, dass ich nach der letzten Elfmeter reingeschossen wurde, dass ich noch notiert habe. Es ist unglaublich, aber so fokussiert war man. Ja? Und das ist jetzt nicht mehr. Ich sehe jetzt auch von einem Gegner schöne Momente, beispielsweise. Das kam damals nicht in mich vor, schöne Momente zu sehen von einem Gegner. Nein, die wollten wir nur von uns sehen. Der große Schlamann. Herr Stephens, wie sieht denn Ihr Part auch in Zukunft rund mit Schalke 04 weiter aus? Ich glaube, Sie sind ja beratend tätig aktuell. Ich denke, dass das weiterverfolgt wird. Aber das liegt mehr an meinen Nachbarn, ja, und die andere. Nein, aber das macht Spaß, um da ihn zu beraten. Nachfrage, Herr Großschlamann. Die Frage geht an den Nachbarn. Herr Tönnies, wie wichtig ist denn Huub Stevens auch mit seiner Erfahrung auch für Schalke 04 aktuell und auch in Zukunft, was Ratschläge angeht? Also grundsätzlich geht es ja um zweierlei Dinge. Einmal um die Möglichkeit, sich offiziell einzubringen. Da sind wir im Gespräch und ich denke, das sieht gut aus. Und es geht auch um den persönlichen Kontakt, mal anzurufen. Sondern zu sagen, Huub, wie siehst du das? Das hat dann was mit Freundschaft zu tun und freundschaftlichem Rat. Ja? Beides ist zwischen uns ganz eng. Nochmal Dirk zum Dritten. Dafür sind wir hier. Was könnte so eine offizielle Stelle sein? Ich meine, schwebt Ihnen auch vor, vielleicht bei Ihnen im Gremium? Also da kann ich ihn nur zu drängen und er musste sich dann der Mitgliederversammlung zur Wahl stellen. Ich glaube nicht, dass es ein großes Problem gibt, aber die Entscheidung liegt letztendlich ganz alleine bei ihm. Bitte schön, Dirk. Fünf. Herr Stephens, könnten Sie sich so etwas vorstellen, ein Posten im Aufsichtsrat von Schalke 04? Warum nicht? Ich glaube, jetzt können sich keine Bewerber mehr melden für dieses Nein, Jahr. Nein, aber nächstes Jahr kommt. Nein, aber warum nicht? Da musst du über nachdenken natürlich. Aber ich habe immer gesagt, ja, wenn man einmal Schalke ist, dann ist man immer Schalke. Ja? Auch dann habe ich bei anderen Vereinen nie gearbeitet, aber ja, das Schalke-Herz, das ist immer geblieben. Also von mir aus kann ich nur sagen, herzlich willkommen. Manni Hendrik, hier vorne. Wenn ich das aber richtig verstehe, gibt es den Sportbeirat, der glaube ich vor 2 Jahren mal eingeführt worden ist, in dieser Funktion dann aber nicht mehr, oder? Ja, der hat sich ja im Grunde genommen ein bisschen selbst aufgelöst, weil Mike dann nach Österreich ging, ja. Und natürlich verständlicherweise Huub die Position dort angenommen hat als Trainer. So, und deshalb hat sich der dann aufgelöst, aber wir sind im Gespräch.
wir setzen uns jetzt in Kürze zusammen, zu sagen, so, wie können wir Hüb noch weiter einbinden. Toni Lieto. Olaf, du als Hauptorganisator, vielleicht kannst du mal sagen, waren sofort alle, die du kontaktiert hast, Feuer und Flamme? Oder vielleicht anders gefragt, hat jemand Bedenken geäußert, ob er das Spiel vom körperlichen Zustand her durchhält? Und vielleicht direkt eine Anschlussfrage an den Trainer. Ist geplant, dass das Spiel in der regulären Spielzeit entschieden wird oder trainieren Sie vorher noch Elfmeterschießen? Ja, Sie sind nah dran. Gute Idee auf jeden Fall. Und nein, alle waren Feuer und Flamme, wissen natürlich um die Problematik, denn wir haben damals federn lassen müssen in diesen Spielen, die alle sehr eng waren. Ich habe sie gestern noch gesehen mit einigen Protagonisten, mit Ingo Anderbrügge, Martin Max, Mulder, Schober. Und da kamen gestern, wo wir die ganzen Szenen nochmal durchlaufen ließen, dann die Tränen, die wir versucht haben zu unterdrücken. Der eine konnte es besser als der andere. Und wie wir dann auflaufen werden, wie lange und ob am Ende, das kann Hupp dann sagen, wie es dann schlussendlich ausgeht. Aber wie gesagt, dass nicht 100% kommen, ist auch klar. Es kann ja auch mal einer krank werden. Aber eigentlich 99,9%, die wollen. Und wir werden auch unseren Eve, ne, da werden wir rangehen. Und wenn wir ihn entführen oder irgendwas knebeln mit ein paar Mann, wir haben ein paar Starke im Team, und da werden wir uns schon was einfallen lassen. Wie gesagt, das habe ich vorhin in der Einleitung auch gesagt, ich wäre überrascht gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Aber es sind einige im Training. Ich habe Mike Büskens habe ich im Training gesehen. Und da sind auch einige noch, die müssen noch in Training gehen. Ja, und das werden sie hoffentlich auch tun, weil sonst wird es auch ganz wenig spielen. Hast du gestern die tollen Elfmeter gesehen im Halbfinale? Super Schüsse, also sagen wir mal die ersten 10 von Frankfurt gegen Gladbach. Ja. Also toll. Also vielleicht gibt es. Aber darum war es auch, und das sage ich nochmals, so wichtig damals. Und das vergesse ich nie mehr, weil Ingo hat nicht von Anfang an gespielt. Und ich weiß noch gut, dass ich zu Ingo gesagt habe, wie ich ihn eingewechselt habe, das wird dein Tag. Und das weiß ich noch, ob ich es gestern gesagt habe. Und er war auch der Erste, der ihn nehmen musste. Weil ich wusste, wenn das darauf ankommt, dann ist Ingo der Erste. Und das war ein Zeichen auch für die anderen. Trainer. Das Netz war doch kaputt. Ne? Also ja, genau, so ungefähr. Ja. Kannst du dich auch daran erinnern, dass du mich gefragt hast, ob wir den Ingo Anderbrügge einwechseln sollen? Das weiß ich nicht mehr. Aber ich. Also er hat mich immer gefragt bei schweren Entscheidungen. Wir haben vor ein Spiel, haben wir mal gesprochen. Ja, und der Olaf der hat immer gesagt, ja, so wie er auch öfter reagiert hat, ja, wer ist der Trainer? Bin ich das oder bist du das? Habe ich das gesagt? Und dann wusste ich, dass ich die Entscheidung treffen musste. Ich hatte das Gefühl, dass er jetzt die Mannschaft aufgestellt hat. Ja, ja, ungefähr, ja. Nein, es war wirklich so. Er kam und hat mich gefragt, sollen wir den Ingo einwechseln wegen Elfmeter? Das war, glaube ich, in der Halbzeit der Verlängerung. Ja. Ja. Und das finde ich auch, ist doch normal, dass ein Trainer dann mit dem einen oder anderen spricht, aber das haben wir sowieso immer gemacht und deswegen war das einfach eine tolle Zeit. Aber denkt ja nicht, dass der immer so einfach war wie heute. Ne? Einige wissen das ja noch, ne? Denn der Knurrhahn kommt nicht von ungefähr. Ich kann das nicht bestätigen. Also von mir aus. Aber ich schon. Ja, einige auch. Die große Schlame. Herr Tönnies, was hat dieser Erfolg damals mit dem Verein gemacht und was hätte ein ähnlicher Erfolg in diesem Jahr vielleicht auch bewirken können? In diesem Jahr hätte diese Saison natürlich ganz anders dargestellt. So stellt gar keine Frage. Was hat dieser Erfolg gemacht? Ich muss ganz ehrlich sagen, damals hat man Schalke in der Optik gehabt. Plötzlich war Schalke wieder da von den sehr, sehr lange zurückliegenden glorreichen Zeiten zu einem Zwischenergebnis. Und das war so, die Präsenz war unglaublich.
Das hat uns keiner zugetraut und was gibt es Besseres und Schöneres, als anerkannter Außenseiter plötzlich einen Riesenerfolg zu erringen. Wir haben von da ab auch die wirtschaftliche Möglichkeit gehabt, größere Dinge anzufassen. Es steht völlig außer Frage, dass wenn wir diese Entscheidung, das neue Stadion zu bauen, die sehr, sehr mutig war zu dem Zeitpunkt, nicht getroffen hätten, bin ich fest davon überzeugt, dass Schalke heute nicht mehr da wäre. Im Parkstadion hatten wir keine Möglichkeit, uns neu auszurichten. So, und das Ergebnis haben wir. Ja, wir haben in den letzten 20 Jahren, was habe ich eben nachgeguckt, 17 Mal international gespielt, haben uns wirtschaftlich konsolidiert, haben eigentlich alle miteinander einen guten Job gemacht. Bitte fragen Sie mich jetzt nicht nach der aktuellen Saison. Da müssen wir auch durch, da werden wir auch durchmarschieren. Und nächstes Jahr packen wir es wieder an, das steht fest. Wobei ich das noch nicht aufgebe. Der große Schlamel und dann Lukas Rott hinten auf dem das Podium. Das ist jetzt, glaube ich, 11, ne? Oder? Ja, meinetwegen gerne. Ja, ja, also eigentlich hätten wir uns auch zusammensetzen können. Jetzt habe ich aber doch eine Nachfrage, weil also dieser Europa-League-Spiele jetzt gerade auch vom letzten Donnerstag, das hat ja doch auch vieles, ich sage jetzt mal, überdeckt. Glauben Sie, dass das vielleicht auch ein kleines Problem war in dieser Saison, dass diese Europa-League-Spiele, gerade auch mit diesen 20 Jahren danach, das war ja immer das Thema, die Eurofighter 2.0 und so, dass das viel in dieser Saison auch noch ein bisschen übertüncht hat? Also nee, ich gucke ja immer noch, ich gucke ja von Spiel zu Spiel, also das ist den Weitblick. Ja, jetzt setzen wir alles daran, da das zu wiederholen. Natürlich ist es ein Wunsch, aber man muss auch die Spiele dann hinterher gut spielen und auch gewinnen. Ne? Also kann ich nicht bestätigen. Ich glaube, dass wir uns alle gefreut hätten und ich habe mir auch den Termin freigehalten. Ich fahre mit der Familie weg, ich fahre da nicht hin, guck mir das nicht an. Lukas Rott war vor dir und dann nochmal Dirk und dann Manni. Es ist einer der wenigen Auftritte von Ihnen, Herr Tönnies, diese Saison öffentlich. Ist das jetzt der Besonderheit des Events geschuldet oder gibt es da generell vielleicht einen Kurswechsel, dass Sie wieder etwas mehr in die Öffentlichkeit und machen Sie sich keine Sorgen. Ich fühle mich sehr wohl in dieser Situation. Ja, ich habe nichts zu sagen. Und ich bin gekommen, weil ich einer derjenigen war, die dabei waren, wie viele andere auch. Wie gesagt, ich habe nicht allzu viel zu dem Erfolg beigetragen, aber ich war jemand, den man dann gepackt hat. Es war Rudi, der zog an seiner Zigarre, hat ja immer stark gequalmt. Und hat gesagt, hier, nimm deine Magie, du musst jetzt mit. Dann bin ich wirklich 4,5 Stunden durch die Stadt gefahren und habe gesagt, lieber Himmel, das mache ich einmal und nie mehr wieder. Die anderen Siegestouren, die habe ich dann denen überlassen, die es machen sollen. Ja? Und denen es auch zusteht. Also für mich war das nichts. Ich habe natürlich gefeiert, wie verrückt. Also, klare Aussage, nein. Ich bin gekommen, weil es heute um die Eurofighter geht und weil es ein ganz, ganz tolles Event geben wird und weil es auch, wie wir Ostwestfalen sagen, auch mal an der Zeit ist, einmal hinter den Fluch zu gucken und nicht immer nur nach vorne. Ihr große Schlamann und dann Manni Henriok. Herr Stevens, die Eurofighter waren das Thema, habe ich ja gerade auch schon gesagt, in dieser Saison auch für die aktuelle Mannschaft. Ist das überhaupt annähernd zu vergleichen, was damals die Mannschaft geleistet hat, auch so vom Team her mit der Mannschaft, was sie heute leisten musste? Na, glaub mir eins, ich stehe zu weit weg von der Mannschaft heute. Aber damals kann ich nur sagen, dass die Mannschaft alles dafür getan hat, man will wirklich alles, um eine Mannschaft zu sein, ja, mit den Fans zusammen. Und ich kann da nur ein großes Lob aussprechen, wie damals die Mannschaft funktioniert hat. Es ist auch ein von den wenigen Mannschaften, muss ich sagen, die das super rübergebracht hat. Ich habe gesagt, die Mannschaft ein Jahr vorher, nicht die Mannschaft, die ausgeschieden ist, weil eigentlich war ich auch raus, ja, aus das Geschehen mit Roder Kerkrade. Und dann wurde ich hier durch Rudi angestellt und da war ich wieder drin. Und aber ein Jahr vorher hatten wir in Kerkrade das Gleiche. Auch eine Mannschaft, die alles und alles dafür getan hat, um erfolgreich zu sein. Und die ist nun damals ist die Zweite geworden in den Niederlanden, hinter Ajax. Und zweimal gegen Ajax Amsterdam
unentschieden gespielt, aber wirklich gut gespielt. Und das ist die Mannschaft, die Eurofighter, ja, und die Mannschaft, das sind doch besondere Mannschaften gewesen. Also darf ich was sagen? Ich glaube, du stellst da ein bisschen dein Licht unter den Scheffel. Du hast diese Mannschaft geprägt und hast die dahin gebracht. Doch. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass die Mannschaft sagte, oh, Beinhart. Ja. Und mit seinem ungeheuren Siegeswillen, ja, hat er uns dorthin getrieben. Was ich übrigens unheimlich gut finde, ist, dass diese Mannschaft ja nahezu heute noch intakt ist. Die treffen sich immer noch regelmäßig. Die sind gar nicht auseinandergelaufen und da bist du sicherlich der Hauptverantwortliche dafür. Auch das ist ein Riesenzeichen dafür, dass es gut funktioniert, dass die zusammen waren und zusammengewachsen sind und das 20 Jahre später, wenn man sich dann immer noch trifft, finde ich toll. Wir dürfen vielleicht Jörg Berger nicht vergessen bei der ganzen Sache, der uns erstmal auch dahin gebracht hat. Ich weiß nicht, ob Hupp was dazu sagen möchte. Naja, gut, ich kann nur sagen, dass ich, vor dass wir die Spiele gemacht haben, als Roder-Trainer gegen Schalke, habe ich mich getroffen mit Jörg. Das war bei Sport im Westen, glaube ich. Ja, das war damals. Und das war komisch, dass der Trainer vom Gegner traf, aber es war ein gutes Gespräch, faires Gespräch. Und nachdem wir ausgeschieden waren mit Kerker, habe ich Jörg auch gratuliert mit der Leistung von Schalke. Und nachhinein, wie ich dann angestellt wurde hier auf Schalke als Trainer, habe ich wieder Kontakt mit Jörg gesucht. Und auch mit ihm gesprochen über die Mannschaft. Und er hat mich wirklich das eine oder andere doch mitgegeben. Und du musst dann doch immer nach deiner eigenen Sache handeln, das ist klar. Aber Jörg Berger hat Unheimliches geleistet damals mit Schalke, um so weit zu kommen. Finde ich gut, dass du den gerade nochmal erwähnt hast. Ja. Dürfen nicht vergessen. Und seine Frau ist auch eingeladen. Ja. Kinder, kommt. Also die kommen auch zu dem Spiel. Toll. Manni Hendriok? Ja, meine Frage ging eigentlich genau an anknüpfen an die, was die Dirk große Schlauern gefragt hat, nur an Herrn Tönnies. Was die Mannschaft damals so stark gemacht, das haben Sie jetzt eigentlich schon beantwortet. Fragen wir mal weiter. Was fehlt denn der Mannschaft heute, um einmal so in die Richtung zu gehen? Man kann die Zeiten nie miteinander vergleichen. Nein. Kann man auch nicht. Das ist nicht möglich. Und was fehlt unserer Mannschaft? Ich glaube, dass sie einfach ein bisschen mehr Zeit braucht, sich zu finden, zur richtigen Mannschaft zu werden, so zu werden wie die Erfolgsmannschaft, als wir alle geglaubt haben. Mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Philipp Seldorf? Ganz hinten. Herr Stevens, eines, was die Mannschaft mindestens genauso oder den guten Willen der Mannschaft mindestens genauso herausgefordert hat, wie das harte Training war, die Regel, alle müssen alles zusammentun und auch immer das Gleiche tragen. Rückblickend, war das wirklich nötig, diese Regel? Fand ich schon, ja. Ja, und eigentlich hat die Mannschaft ist auch unter Beweis gestellt, ja, dass das gefragt war. Es sind immer von die Sachen, weißt du, die sagt man oder die bespricht man. Und du musst es dann selbst auch vorleben. Ja, aber ich hatte da gar keine Probleme mit, um das zu tun. Vielleicht die Spieler schon. Ja, oder vielleicht noch etwas mehr als ein anderer. Oder Yves, ja, noch mehr als ein anderer. Aber nein, sie haben es getan. Und das haben wir auch zurückgesehen auf der Platz, finde ich. Sicherlich in die Spiele, weil, vergiss nicht, in der Meisterschaft haben wir nicht so toll gespielt. Ja? Wir haben es geschafft, um in der Bundesliga zu bleiben. Aber das war auch nicht so hervorragend, was wir da geleistet haben. Wir haben die Leistungen international gebracht. Und das, ja, nochmals, ob das damit zu tun hat, dass du bestimmte Absprachen hattest, ja? Beispielsweise Handspiel im Training, ja? Da mussten alle, ja, Liegestütze machen, ja? Oder Bauchmuskeln trainieren.
Ja, das war eine Absprache, die sie gemacht hast, und dann hast du die auch nachvollzogen. Kann ich allen nur empfehlen, Liegestütz, allen. Also 50 bis 100 am Tag, schön verteilt, super Körperspannung. Glaub mir eins, ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der UEFA-Pokal mit einer Hand hochgezogen hat. Das ist das gute Ich denke, dass es damit zu tun hat. Aber ich möchte ein Erlebnis noch vielleicht erzählen. Wir waren am Flughafen, ich weiß nicht, wo wir hingeflogen sind. Da kam, ich glaube, Juri kam ein bisschen später und sagte: Hey Juri, was hast du für eine Hose an? Oh, ja, die dunkle. Nee, das ist nicht die Hose. Fahr nach Hause, zieh dich um und sieh zu, wie du kommst. Das war Hüb konsequent. Wir haben Anzugsordnung und die Hose passt nicht, du fliegst nicht mit. Bumm. Ist der nach Hause gefahren und hat sich umgezogen und ist dann hinterher geflogen. Aber das war auch, wenn eine zu spät war, ja, dann sind wir auch abgefahren. Ja, es war hart, dann musste er immer sorgen, dass er vor uns beim Stadion war oder beim Training war oder wo dann auch. Absprachen sind Absprachen. Raphael Wiesweg? Olaf, vielleicht kannst du uns auch mal ein bisschen näher bringen. Marc Wilmots hat mir gesagt, Huub Stevens kennen eigentlich viele nur so richtig als Trainer, als Mensch kaum. Er hat damals von Huub Stevens sehr viele Freiheiten auch bekommen. Und als Mensch ist er unglaublich wertvoll gewesen. Kannst du vielleicht Huub Stevens noch ein bisschen besser beschreiben? Er wird das sicherlich ungern nur über sich selbst machen wollen. Ja, ich habe es noch nicht ganz durchgelesen. aber ich habe ihn in der Praxis erlebt und ich erkenne natürlich, nachdem wir nicht mehr in dem Verhältnis stehen, Spieler-Trainer, haben wir ein anderes Verhältnis. Aber damals war unsere Beziehung, wenn man sie so nennen möchte, als verlängerter Arm, als Kapitän schon sehr intensiv. Aber sie ging jetzt nicht ins Persönliche rein. Das muss auch nicht sein, denn gerade ein Trainer braucht auch die nötige Distanz. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr gut funktioniert miteinander, in sein Inneres reinzuschauen. Damals vor allen Dingen, wenn du halt so einen Blödsinn machen musst, ne, dann denkst du nicht immer positiv über den Trainer. Aber letztendlich war das der Erfolg oder die Dinge haben dann zum Erfolg geführt. Prozentual weiß ich nicht, wie viel. Aber eine Mannschaft will geführt werden, die will hart rangenommen werden. Und er hatte dann auch das richtige Händchen, auch der Mannschaft mal die lange Leine zu geben. Und diese Mischung stimmte einfach bei ihm. Und ich lerne ihn jetzt viel, viel intensiver kennen, natürlich als oder privat kennen, als zu meiner Zeit als Spieler. Ist ja ganz klar, auch ganz normal. Und dass er ein Mensch mit einem Herz ist, hätte früher die Journalisten, die mit ihm zu tun hatten, keiner gedacht, aber es ist so. Er hat ein Herz, er hat ein gutes Herz und schön, dass wir das jetzt auch so zusammen vorbereiten können und dann auch umsetzen werden. Ja, und das wird uns ein Leben lang verbinden, weil es die Krönung unserer Karriere einfach war. Ob der eine oder andere was anderes noch gewonnen hat, spielt keine Rolle. Das ist das Highlight, vor allen Dingen für mich, ich denke, für Huub auch. Ja. So, klang für mich eigentlich nach einem sehr schönen Schlusswort. Dann danken wir Ihnen zunächst einmal allen sehr für Ihr Kommen. Und wie gesagt, es gibt jetzt natürlich noch das Fotomotiv unserer Eurofighter mit dem UEFA Cup für die Fotografen und auch gerne für die Kamerateams. Vielen Dank.